möchte gerne Sommer, Musik, fröhliche Leute. Zelten, Baden, Musik hören, feiern. Und da war halt die Idee, im Sommer eine Party zu machen, die einfach ein Urgefühl von Freude und Lebensfreude ausdrückt, wo man einfach zusammen, familiär, eine Sache macht. Also was wir hier sehen, ist die Entwicklung von 11 Jahren House of Summer. Angefangen hat das mal ganz bescheiden in einer Scheune. Es gab da mal 1991 eine Bewegung, die da hieß Techno. Was in Berlin abgeht, das kriegen wir hier auch auf die Reihe. Und da haben sich ein paar Leute zusammengefunden, die gesagt haben, ja, wir machen hier auch Partys. Und irgendwann kam dann mal der Zeitpunkt, wo man sich entscheiden musste zwischen wildem Partyleben und dem Leben, wo man einfach seine Berufung nachgehen muss. Wir wollen natürlich, dass es größer wird, dass es, sag mal, auch noch mehr Leute kommen und wir den Leuten das öffnen. Es soll groß werden, aber trotzdem irgendwo bescheiden und sehr herzlich und sehr familiär bleiben. Mittlerweile gibt es ja auch Rahmenprogramm am Nachmittag. Also es war, hat heute ein Fußballturnier stattgefunden, was eigentlich auch bloß so eine schnelle Idee war. Und man hat gestaunt. Also es waren unwahrscheinlich viele, also alle Clubs haben hier eine Mannschaft gestellt und es war mit, wurde mit einem Ehrgeiz gespielt. Es war einfach nur fantastisch. Also es war eine Menge Spaß dabei, aber auch dann schon so viel Kampfgeist, dass hier also hart der Pokal umkämpft wurde. Leute, die sich mit Dingen beschäftigen, die erstmal so klein und so bescheiden sind. Leute, die einfach an ihrer Sache festhalten. Egal, ob das Musik ist, ob das Kunst ist. Leute, die sich längerfristig mit einer Sache fast fanatisch beschäftigen und, ich sag jetzt mal, mit der Einschränkung gut sind und auch den Mut haben, sich der Sache zu stellen, werden längerfristig damit Erfolg haben. Und hier zeigt auch, dass hier Leute, die gut sind, ihr Bestes gegeben haben. Und man kann hier erkennen, dass das längerfristig Erfolg haben wird. Nächstes Jahr will es Viva Polen und Viva Tschechien präsentieren. Und ist aber schon mächtig Alarm gemacht worden in Polen, auch auf KISS FM. Above and Beyond bin ich auch sehr gespannt. Das erste Mal in Deutschland, wie überhaupt auf die Leute reagieren werden. Wir wissen, dass wir kommerziell wirtschaften müssen, um uns den Underground zu finanzieren. Sprich, natürlich muss alles professionell ablaufen. Jeder macht seine Arbeit und versucht, das so gut wie möglich zu machen. Und das ist auch eine sehr gute Grundlage, um die Sachen hier entstehen zu lassen. Natürlich würde mich der Leipzig interessieren, Elektrochemie LK. Natürlich ist es auch klar, dass diese Veranstaltung, also ich bin mal ganz optimistisch, auch sicherlich Gewinn einfahren wird. Und dieser Gewinn wird aber, ich sag mal, dafür verwendet, dass wir vielleicht nächstes Jahr wieder unseren, ich sag mal, kulturellen Anspruch finanzieren können. Dass wir auch Künstler holen können, die sicherlich Geld kosten, aber die vielleicht, um den Leuten hier mal
neue Perspektiven auch künstlerisch zu bieten. Die haben auch ihren Spaß, auf alle Fälle. Das ist doch der Hammer. Möchte ich bei allen bedanken, die hier Hand angelegt haben, egal wer es gewesen ist, ob das nur Bühnenbauer sind, selbst Leute, die hier die Bauzäune aufstellen. Auf alle Fälle auch der Dank speziell an die ganzen Techniker. Ich sage jetzt mal die ganze Euphonic Posse, mein ganzer Freundeskreis, Mastermind Mimi, der eigentlich die Hauptideen hat, der sag mal immer kreative Ideen hat. Alle Leute, die einfach entspannt und mit viel, viel Liebe an die Sache gehen. Würde mich freuen, wenn das Publikum so ein bisschen bewusster zuhört und nicht nur das hören will, was es kennt durch Film und Fernsehen, dass sich die Leute auch ein bisschen mehr mit Musik beschäftigen und vielleicht die Sache, sagen wir, mit ein bisschen mehr Liebe hören. Über jeden, der heute hier ist, der heute hier Spaß hat, und bin glücklich, dass die Sache momentan an dem Stand ist, wo sie ist. Und würde mich noch viel mehr freuen, und jetzt setzen wir uns natürlich wieder Ziele. Also es gibt ja so ein Motto, wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein, und wir werden wieder versuchen besser zu werden, um gut zu bleiben. Man kann es natürlich auch mit Kraftwerk sagen, hier ein Zitat von Kraftwerk: Es wird ständig weitergehen, Musik als Träger von Ideen. We'll be right back.